Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute.
weg hier. Klar, noch mehr von den Viechern. Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen.
Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Wer bist du? Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magallan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Komm schon, wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Dex! Verdammt, mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei Ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht.
Magalan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Kommt zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Wirklich nicht besonders. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen.
Ah, mein Kopf. Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir.